Hallo, schön, dass du hier bist. In diesem Video erkläre ich dir, warum es sinnvoller ist, den Facebook-Algorithmus für dich und deine Zwecke zu nutzen, anstatt ihn, wie es immer wieder versprochen wird, umgehen zu können. Viel Spaß beim Anschauen. Ja, warum mache ich dieses Video? Ist ganz einfach. In den letzten Tagen ist mir auf Facebook immer wieder ein ganz bestimmter Post begegnet, ein bestimmter Text, den viele meiner Kontakte kopiert und ebenfalls gepostet haben. Und offenbar sind sie auch mit ihm in Resonanz gegangen, mit der Thematik ganz stark, sonst hätte ich ihn ja nicht so oft gesehen. Und dieser Text verspricht, dass man, wenn man ihn für einen Beitrag verwendet, also wenn man ihn kopiert und dann postet, dass er einem dabei hilft, ein neues Profil zu erstellen und den Facebook-Algorithmus bzw. die Facebook-Algorithmen zu umgehen. Das ist wieder so ein Spiel, so sieht man ja oft, so ein Spiel mit der Angst oder es wird irgendwas versprochen, was überhaupt gar nicht stimmt und viele Menschen fallen darauf herein, weil das Thema an sich für sie schon irgendwie wichtig ist und sie anspricht. Und allgemein gelten ja auch diese Algorithmen eher als böse oder als schlecht. Aber zunächst möchte ich diesen Text, den ich da gefunden habe, den ich oft gesehen habe, nochmal vorlesen und damit hier auch in diesem Video zeigen. Vielleicht hast du ihn selbst schon gesehen, vielleicht hast du ihn sogar selbst geteilt und kopiert. Also dieser Text lautet wie folgt. Danke für den Rat, die Algorithmen von Facebook zu umgehen. Es funktioniert, Ausrufezeichen. Ich habe ein völlig neues Profil. Ich sehe Beiträge von Personen, die ich nicht mehr gesehen habe. Kopiere einfach diesen Text und füge ihn, da ist auch ein Rechtschreibfehler drin, sehe ich gerade, dort ein, wo steht. Jetzt sind hier auch die Anführungszeichen ein bisschen falsch gesetzt. Was machst du gerade? Da stimmt auch was nicht. So kannst du das System umgehen. Hallo, neue alte Freunde, lasst nur ein Hallo hier. Also, wenn man so ein bisschen Wahrnehmung hat, dann kann man schon an der Art, wie dieser Text geschrieben ist, merken, dass da irgendwas nicht stimmt, also dass da irgendwas komisch ist. Und es ist auch gleich zu Beginn auch ein Klopper drin, nämlich dieser Satz, ich habe ein völlig neues Profil. Es kann sich niemals dein Facebook-Profil ändern durch einen Text, den du kopierst und postest. Das geht überhaupt nicht, weil das Facebook-Profil, das erstellst du. Das besteht aus deinem Profilbild, das besteht aus den zusätzlichen Angaben, die dann vielleicht auch für deine Freunde oder für Interessenten, die auf dein Profil klicken, sichtbar sind. Das ist dein Profil. Was hier gemeint ist, ist das, was du siehst, wenn du Facebook besuchst. Also wenn du morgens dein Handy, in die Hand nimmst und den Facebook-Button aktivierst und dann baut sich ja diese Startseite quasi auf. Man kann es auch Startseite nennen von Facebook und da siehst du dann bestimmte Dinge, also Beiträge von anderen. Im Idealfall nicht nur Werbung, sondern im Idealfall siehst du mehrere Beiträge von deinen Freunden. Das ist aber nicht das Profil, sondern das ist quasi die Startseite von dir, aber auch nur von dir. Das ist ja individuell. Dafür ist unter anderem auch dieser Algorithmus da. Ja, also ich glaube, dazu muss man auch verstehen, was ist Facebook und wie funktioniert Facebook. Facebook ist kein Wohltätigkeitsverein oder ja, irgendwas Selbstloses, was ins Leben gerufen wurde, damit wir uns besser vernetzen und unterhalten können. Es ist ein Unternehmen. Es ist schlicht und ergreifend ein Unternehmen, das möglichst viel Umsatz erwirtschaften möchte. Und das geschieht über Werbung, über Werbeanzeigen. Und das kann nur dann erfolgreich sein, wenn uns auch die passende Werbung angezeigt wird und wenn wir als Konsumenten möglichst viel Zeit auf Facebook verbringen. Das heißt, Facebook muss für uns so ansprechend, so attraktiv sein, dass wir bereit sind, einen Teil unseres Tages auf Facebook zu verbringen. Und das wiederum klappt am besten, wenn wir dort ansprechende Inhalte sehen. Dafür ist unter anderem dieser Algorithmus da. Dieser Algorithmus hat das Ziel,
dass wir Facebook als einen Mehrwert für uns empfinden und freiwillig viel Zeit auf Facebook verbringen. Und es auch genießen, dann dort zu sein. Denn je länger wir uns auf Facebook bewegen, auf dieser Plattform, desto häufiger sehen wir ja auch bestimmte Werbeanzeigen. Das jetzt mal ganz grob erklärt, wozu dieser Algorithmus oder diese Algorithmen, falls mehrere sind, das weiß ich jetzt gar nicht genau, ich weiß nicht, ob da jetzt mehrere parallel arbeiten, aber dafür sind die unter anderem gut. Es ist also an sich neutral und es ist auf jeden Fall geschickter, dieses System für sich zu nutzen, anstatt zu versuchen, es zu umgehen. Und das Witzige an diesem Post ist, dass er genau den Algorithmus nutzt und nicht ihn umgeht. Denn was passiert, wenn wir dieser Aufforderung folgen? Wir kopieren diesen Text, wir stellen den rein, öffentlich oder nur für unsere Freunde, so wie wir es eingestellt haben. Und unsere Freunde sind dann motiviert, wenn sie damit in Resonanz gehen, ihn ebenfalls zu kopieren und zu einem Post zu machen. Und da wird ja aufgefordert, dass man ein Hallo dalassen soll. Ja, also das ist ja diese Aufforderung am Schluss. Hallo, neue, alte Freunde, lasst nur ein Hallo hier. Ja, und das haben dann auch wirklich viele gemacht. Die haben dann einfach ein Hallo dagelassen. Und dadurch kann sich tatsächlich schon etwas verändern für denjenigen, der das gepostet hat, aber auch für die, die geantwortet haben. Denn sie sind in Interaktion getreten. Und Facebook lebt auch und insbesondere von Interaktion. Nämlich, wenn wir miteinander interagieren, verbringen wir mehr Zeit auf Facebook. Das heißt, wir gucken uns nicht nur einen Beitrag an, sondern wir reagieren auch darauf. Wir lassen ein Like da, wir lassen einen Kommentar da, dann kommt vielleicht wieder ein Kommentar, wir antworten wieder. Es entsteht ein Gespräch. Ja, und je länger dieses Gespräch dauert, desto mehr Zeit verbringen wir auf Facebook. Und was noch dazu kommt, der Algorithmus oder Facebook oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, sieht dann, aha, die sprechen miteinander, da ist ein Austausch da, also besteht Interesse zwischen diesen Personen. Und dann bekommen wir wieder mehr Beiträge von denen angezeigt und sie bekommen mehr Beiträge von uns angezeigt. Es ist also kein Umgehen des Facebook-Algorithmus, sondern es ist ein Nutzen des Facebook-Algorithmus. Nur auf eine etwas traurige Weise, wie ich finde. Weil nur ein Hallo, da entsteht ja kein Gespräch. Ja, und vor allem wird auch was Falsches versprochen. Also man ist dann in diesem Trugschluss, man würde jetzt den Algorithmus umgehen. Tatsächlich ist es viel, viel sinnvoller, das empfehle ich auch immer wieder, dass man den Facebook-Algorithmus wie auch YouTube-Algorithmus, Instagram-Algorithmus und so weiter, dass man die für sich nutzt, wenn man gesehen werden möchte. Das kann aber nur in Eigenverantwortung passieren. Das geht nicht durch so einen Post, wo dann jemand Hallo drunter schreibt, sondern wenn wir wirklich gesehen werden wollen mit unseren Inhalten, dann müssen wir auch selbst aktiv sein. Ich habe das mal ausprobiert in einer Art Gegenexperiment. Und zwar war ich mal 3 Tage lang immer wieder auf Facebook, also bestimmt 5, 6, 7 Mal am Tag, übers Handy, aber auch über den Computer. Und habe selbst nichts geliked, nichts gepostet. Ich habe einfach immer wieder aktualisiert. Das heißt, dass mir immer wieder neue Dinge angezeigt wurden, neue Beiträge, Werbung und so weiter. Und am Ende dieser 3 Tage habe ich nur von ganz wenigen Personen, ich glaube, von denen Facebook gedacht hat, die sind mir besonders wichtig, ja, weil das anhand meiner bisherigen Interaktion abzulesen war, von denen habe ich dann teilweise ältere Beiträge angezeigt bekommen, weil die neuen hatte ich irgendwie alle schon gesehen. Ansonsten war es aber fast nur Werbung, also so Werbung auch auf gut Glück. Ja, also viel hat ja mit dem zu tun, was man über Google schon gesucht hat, wenn das miteinander verknüpft ist, wenn man das so zulässt. Und ansonsten war es dann halt wirklich auf gut Glück, wurden mir dann Sachen vorgeschlagen. Und es ist kein besonders ja, interessantes Nutzererlebnis in dem Moment. Aber das liegt an mir. Ich bestimme das Facebook-Erlebnis. Ja? Ich bestimme, ist Facebook für mich abwechslungsreich oder nicht. Und wenn wir uns abwechslungsreiche Facebook-Stunden wünschen, dann müssen wir eben in die Eigeninitiative gehen und zum Beispiel nicht nur immer Beiträge teilen oder ja, was wir gesehen haben, teilen, ohne selbst wenigstens noch einen Satz dazu zu schreiben, sondern dann ist es immer am klügsten, wenn man selbst einen Beitrag zu einem Thema, das einen bewegt oder anspricht, formuliert
und vielleicht dann auch noch mit einer Frage garniert am Schluss. Zum Beispiel, wie denkst du darüber? Oder welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Oder was fällt dir zu diesem Thema ein? Wie findest du das? Also zum Dialog auffordern. Und dann fühlen sich vielleicht unsere Facebook-Freunde auch motiviert, mal eine Antwort dazulassen. Toll ist es natürlich auch mal live zu gehen, mal ein Video zu posten oder vielleicht ein Bild von früher und mit einer Erinnerung versehen. Oder wenn man eben gerne als Coach gesehen werden möchte auf Facebook oder als Autor oder als Künstler, wie auch immer, dann sollte es natürlich auch einen Bezug zur Arbeit haben, dass man ja vielleicht irgendeinen Tipp weitergibt und dann aber auch versucht, in die Interaktion, in den Dialog zu gehen und das auch selbst formuliert. Also es gibt ja auch Menschen, die immer nur Fremdbeiträge teilen und das nicht einmal kommentieren. Das fordert natürlich auch nicht unbedingt zum Dialog auf. Und es bringt einen auch nicht mit seinen Facebook-Freunden mehr in Kontakt und mehr mit Interaktion. Deshalb finde ich, ist es immer am klügsten, wenn man sich wirklich selbst einen Text ausdenkt, dann kommt auch dein Klang rüber, dann kommt deine Sprache rüber, deine Energie, dann wirst du wirklich fühlbar und greifbar. Vielleicht noch mit einem schönen Bild dazu. Es gibt auch tolle Bilddatenbanken, da mache ich vielleicht noch mal einen extra Beitrag zu, wo man sich auch kostenfrei bedienen kann und darf. Das kann man dann dafür nutzen. Dann hat man auch Bilder mit einer schönen Qualität, kann die auch noch mit kostenlosen Grafiktools bearbeiten. Auch dazu werde ich noch ein Video machen. Und dann hast du wirklich einen ansprechenden, persönlichen Facebook-Beitrag und kannst den Facebook-Algorithmus möglichst geschickt für dich nutzen, um vielleicht auch an neue Interessenten und Klienten zu kommen. So ein Beitrag mit diesem Klang, ja, und mit diesen Fehlern drin und mit diesen fachlichen Lücken oder ja, Falschbehauptungen, was das Profil betrifft, das ist nicht so geschickt. Also ich würde auch empfehlen, immer nochmal mit der Wahrnehmung reinzugehen, wenn sowas von vielen geteilt wird. Es ist auch im Moment wieder ein Post im Umlauf, der behauptet, dass Facebook ab dem so und so vielten irgendwie die Rechte an all deinen Bildern, die du jemals gepostet hast, bekommt und diese nach Belieben verwenden kann. Das ist auch so eine Falschmeldung, die schon bestimmt 5, 6 Jahre immer wieder kursiert und immer wieder geteilt wird. Und natürlich wird dann dadurch auch der Algorithmus in gewissem Sinne bedient, weil das über die Angst geht, ne, über diese Befürchtungen und über die Angst. Und dann reagieren auch wieder mehr Menschen drauf. Aber das ist nicht das, was dir Facebook zu einem angenehmen Erlebnis macht und was auch deinen potenziellen Kunden und Klienten dient. Also da kann man schon mal gucken, was kann ich denn dazu beitragen, dass Facebook für mich wieder abwechslungsreicher und angenehmer wird. Und wenn für dich Facebook an sich mit etwas Schlechten, etwas Negativem behaftet ist, wenn du Facebook eigentlich ablehnst als Unternehmen, dann würde ich auch dazu empfehlen, das Profil stillzulegen und mich eben nicht mehr auf Facebook aufzuhalten und dann vielleicht andere Wege zu suchen. Denn sonst bewegst du dich permanent in einem energetischen Spannungsfeld. Du gehst an einen Ort, an dem du dich eigentlich nicht wohlfühlst und wo du auch quasi denkst, dass der irgendwie schlecht ist, dass der böse ist, dass das negativ ist. Eine andere Variante wäre, so nutze ich Facebook, also Facebook ist schon, es wird viel gestritten immer auf Facebook und es ist sehr kriegerisch teilweise, was da passiert. Aber ich nutze Facebook klar, einmal auch für meine beruflichen Zwecke, aber ich tue es in der Haltung, es zu einem besseren Ort zu machen, einem lichtvolleren Ort zu machen, einem angenehmeren Ort, in dem ich eben ganz gezielt Beiträge poste, die inspirieren, die Impulse geben, die die Lebensfreude wecken, die die Selbstliebe aktivieren können oder motivieren können, mehr in die Selbstliebe zu gehen. Das liegt ja an uns. Also man könnte auch sagen, okay, ich finde das vielleicht nicht so toll, was da auf Facebook passiert, aber ich habe die Möglichkeit, als Schöpfer meiner Welt einfach ein bisschen mehr positive Energie und ein bisschen mehr Licht in Facebook reinzupusten. Und das in einer ganz bewussten Haltung. Das kann auch ganz viel bewirken. Vor allem macht es das für einen selbst ja auch viel angenehmer und dann kann auch die positive Energie von einem selbst auch rüberkommen und die anderen Menschen erreichen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher, dass die passenden Menschen darauf reagieren und ja, dass man dann eben das Resonanzgesetz positiv nutzt.
Also dieser Post, den ich eingangs vorgelesen habe, der nutzt das eher negativ, indem er eben die Ängste in uns antriggert und auch diese Haltung, ja, also diese Algorithmen, die sind was Schlechtes, die wollen uns nur ausnutzen. Klar kann man es so sehen, aber wir können diese Algorithmen auch für uns nutzen. Kann man ganz geschickt machen. Ja, ich hoffe, ich konnte damit auch ein bisschen Licht in das Dunkel dieses Themas bringen. Also wenn du dir wieder mal so einen Beitrag begegnet, in dem etwas geschrieben wird über den Facebook-Algorithmus oder dass Facebook ab sofort alle Bilder von dir verwenden darf und überall bei dir reinguckt und alles für seine Zwecke nehmen darf, dann einfach mal in die Wahrnehmung gehen, in diese Klangwahrnehmung gehen von dem Beitrag. Steht ein Name darunter? Ist irgendeine Quelle vermerkt? Gibt es irgendeinen Link zu einem Zeitungsartikel oder irgendwas, wo das wirklich erklärt wird, was da gemacht wird? Oder reagierst du über deine Angst darauf, über deine Befürchtungen, über die Meinung, die du eigentlich über Facebook hast? Und klar, ich meine, alles, was wir ins Internet stellen, kann theoretisch und sicherlich oft auch praktisch gesehen werden. Ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Also wir leben in einer gläsernen Gesellschaft. Was geht, kann auch genutzt werden. Und ich persönlich habe damit kein so großes Problem, weil ich immer sehr darauf achte, was gebe ich preis und auch natürlich die Privatsphäre-Einstellungen nutze. Aber ich habe ja auch was davon. Ne? Also ich versuche ja auch über Social Media und so mögliche Interessenten, Klienten, Leser und so weiter zu erreichen. Und das mache ich in einer sehr bewussten Haltung. Und für mich ist auch dieser Gedanke, dass ich gesehen werde, nicht so erschreckend, denn ich will ja auch gesehen werden mit dem, was ich veröffentliche. Und das, was ich nicht möchte, dass andere es sehen, das bleibt eben in der Privatsphäre und im Privatleben. Und so kann man das ja dann auch selbst steuern. Und wie gesagt, wenn du dich auf Facebook überhaupt nicht wohlfühlst und wenn du eigentlich der Meinung bist, es ist etwas ganz Schlechtes und auch die Algorithmen sind etwas Schlechtes und das mit deiner persönlichen Wahrheit übereinstimmt, dann würde ich wirklich empfehlen, einfach ganz aus Facebook rauszugehen und das nicht mehr zu nutzen und die Zeit lieber anders zu investieren. Da gibt es ja noch viele andere schöne Möglichkeiten, wie man seine Zeit verbringen kann, auch abseits von Facebook. Ich danke dir fürs Zuhören. Falls Fragen sind, kannst du sie gerne im Kommentar stellen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne auch einen Like da. Bis bald, alles Liebe!